Freunde, herzlich willkommen in Thun, in der Burger Allee, Heimat des FC Rot-Schwarz und des Frauenteam Thun-Berner Oberlands, auch wenn sie selten hier spielen, das Team von Hugo Kostetzer. Heute mal wieder zu Hause, 100 Zuschauer sind erlaubt, das heißt auch mal wieder etwas Hintergrundlärm für euch heute. Nicht nur meine wohlklingende, angenehme Stimme im Kommentar. Thun ist schon auf dem Platz, viel zu früh reingekommen. Luzern kommt auch rein. Die Leute haben vergessen, man applaudiert einem Team, wenn es reinläuft und so. 100 Zuschauer haben vergessen, wie das geht. Schauen Fußball nur zu Hause. Eigentlich applaudiert man, genau, jetzt langsam so. Ja, MC, das ist einer meiner vielen Dienste, soll ich bei euch eure Partys moderieren. Privat-Events mache ich natürlich sehr gerne. Wie gesagt, wir spielen heute Cup-Viertelfinale, noch 3 Spiele bis zu einem Cup-Sieg und das ist sehr wichtig für Glenn Meyer, einer der 2 Glatzköpfe, die jetzt durch den Platz läuft. Glenn Meyer hat jetzt seine Abschiedssaison in Luzern. Nach 4 Jahren zieht es ihn ins Ausland, nicht zu einem Verein, sondern einfach in ein Abenteuer. Und der will natürlich mit Luzern noch was gewinnen. Dann hat er noch seine 2 Starspielerinnen, Svenja Völmli und Irina Pando, die 2 Nationalspielerinnen. Auch sie suchen einen Titel, bevor sie ins Ausland gehen. Daneben haben wir Thun. Thun, das eigentlich letztes Jahr hätte aufsteigen sollen mit überragendem Vorsprung. Dieses Jahr sieht das Ganze etwas weniger rosig aus. Im Moment Zweitplatzierte, punktgleich mit dem Drittplatzierten in der Nationalliga B. Darum der Cup. Vielleicht die Achillessehne, weil sie als einziges Nationalliga B-Team noch da sind. Aber vielleicht auch die Chance, einen großen Wurf zu schaffen in dieser Saison. Hugo hat gesagt, er will Luzern aus dem Wettbewerb schießen. Er will in den Final im Letzigrund. So geht es beiden. Und dafür muss heute hier über 90 oder über 120 Minuten oder gar nach einem Elfmeterschießen ein Sieger her. Schauen wir uns jetzt die Aufstellung beider Teams an. Luzern in seinem traditionellen 4-4-2. Eigentlich nur eine Änderung bezüglich dessen, wie sie sonst in der Liga spielen. Im Tor haben wir Lea van Wiesenbeck mit der Nummer 18. Dann die Verteidigung mit Nicole Scherer, neu zugestoßen als rechte Außenverteidigerin. In der Innenabwehr Chantal Ruf und Flavia von Kennel, linke Außenverteidigerin, ist Sarah Klotz. Das Mittelfeld mit Michelle Schnieder, mit Alena Bierns und mit Sabrina Jackson. Sabrina Jackson ist da die defensivere von den dreien. Und dann der Sturm, wie schon angesprochen, der Luxussturm von Luzern mit Julia Hölci, einer Amazonin, die auf jeden Ball geht, mit Svenja Völmli, Nachwuchsstar der Schweiz. Viele Nationalmannschaftseinsätze in der Nationalmannschaft nicht immer über alle Zweifel erhaben, aber das liegt auch an der Positionierung. Und dann Irina Pando, eine der Topscorerinnen der letzten 2 Saisons und auch diese Saison weit oben in der Liste. Pando mit der 24 ist Captain. Thun spielt fast gleich wie gegen Aarau. Das muss nicht unbedingt nur Gutes heißen. Sie spielen meines Erachtens heute in einem 4-2-4. Mehr oder weniger. Mit Janine Teuscher im Tor, dann Nina Schwendi, Manjela Zeswila, Elena Brasal und Sabrina Bodenmann als Verteidigerinnen. Alana Burkhardt und Jana Gerber sind in der Mitte. Die Flügel bestückt mit Celine Bachelet und Martina Frey. Und der Sturm mit Andrea Michel und Elin Schuling. Oh, ich habe mich hier vertan. Ich nehme an, Elin Schuling spielt im Mittelfeld. Und so haben wir dann eher Michel im Sturm, also ein 4-3-3 und nicht ein 4-2-4. Entschuldigung, habe ich kurz falsch gesehen. Ich widme meine Aufmerksamkeit der Matchuhr, während Pando und Brasal sich noch entscheiden, wer welche Seite der Münze will.
Wäre das der Disney-Film Herkules, würde die Münze jetzt singen für uns. Aber ich habe nicht dasselbe Budget wie das Königreich der Maus. Deshalb sehen wir nur, wie der Schiedsrichterassistent die Münze wieder aufhebt. Ja, keine Seitenwechsel. Anstoß für Andrea Michel. Drittbeste Torschützin in der Nationalliga B. Und wir können uns gespannt machen auf ein spannendes Duell hier in Thun mit drei Schiedsrichtern. Einer Schiedsrichterin als Hauptoffizielle des Spiels. Zwei Assistenten an der Seite männlichen Geschlechts. Luzern in Blau von rechts nach links und Thun von links nach rechts in Rot-Schwarz, wie das die Heimat des FC Rot-Schwarz will. Der Cup-Final, das war ein großes Highlight. Den Cup haben sie gewonnen hier in Thun 2009 mit Stefanie Daera, mit Anna Maria Zunogorcevic, mit Martina Moser, mit Gael Thalmann, mit so vielen bekannten Namen aus dem Schweizer Frauenfußball. Franziska Schild. Ja, das waren die Zeiten, an die will man zurückknüpfen in Thun. Und deshalb muss man heute gegen Luzern eine gute Falle machen. Dafür, dass wir 100 Zuschauer haben, ist es noch sehr, sehr ruhig hier im Stadion. Aber angenehm. Das wunderschöne Thuner Panorama für euch noch, bevor wir den Anpfiff haben. Schiedsrichterin lässt sich Zeit. Wir haben etwas zu früh angefangen, wie es aussieht. Naja. Andrea Michel muss schauen, dass sie dann noch ein bisschen warm bleibt. So. Jetzt sollte alles am richtigen Platz sein. Ich erinnere euch, vergesst nicht, ihr könnt das Spiel auch auf eurem großen Fernseher schauen, müsst es nicht am Handy oder an eurem Computer schauen. Die Set-Top-Boxen der meisten Anbieter, sei es Swisscom, Cablecom, UPC, Sunrise, Salt, Green.ch, haben eine YouTube-App. Ansonsten haben eure Smart-TVs eine YouTube-App. Könnt ihr da das Spiel schauen. Noch etwas Verhalten. Hier der Chat. Vergesst nicht, ihr habt auf YouTube einen Live-Chat. Gerne mit uns kommunizieren, Fragen stellen, Antworten liefern. Ich bin euch sehr verbunden, dass wir uns da auch ein bisschen austauschen. Und natürlich, ladet alle eure Freunde ein, hier den Livestream zu schauen. Es gibt kaum Konkurrenz im Moment. Es gibt irgendwo noch ein anderes Cup-Spiel, aber das interessiert gerade nicht. Die Musik spielt in Thun mit Luzern über Julia Hölci. Hölci gegen Martina Frei und Hölci holt sich einen Einwurf. Martina Frei hat dem Frauenteam Thun-Berner Oberland zu Beginn dieses Restarts der Nationalliga B gefehlt, aus zwei, drei Gründen. Sie musste umziehen, hatte Prüfungen, so all das, was man eigentlich im Profifußball sich eigentlich sonst sparen könnte, solche Ausfälle, die gibt es halt auch in der Nationalliga B. Ja, Benjamin, auch dazu schlafen ist sehr, sehr schön mit meiner Stimme. Wichtig ist einfach, dass du den Stream laufen lässt. Bin ich glücklich. Genau. Und Jackson. Jackson mit dem ersten Abschlussversuch über die Latte von Janine Teuscher. Sabina Jackson wird des Öfters gefährlich werden mit Distanzschüssen. Vor allem aber aus ruhenden Bällen. Sie die, die bei Luzern die Freistöße schlägt, Sabina Jackson. Jackson kommt aus dem Nachwuchs von Zürich. Der FC Zürich konnte, wollte sie nicht behalten und so zog Jackson weiter nach Luzern. Das ist Ruf, aber sie kommt nur bis Schuling. Schuling lanciert frei, aber gut dazwischen von der Neuen, von Nicole Scherer. Und neu in Anführungs- und Schlussstrichen Nicole Scherer, schon seit 3 Jahren im Kader von Glenn Meyer, nur halt mit der Konkurrenz, die sich hier bot, durch Chantal Wieser, durch Michelle Schnieder und so weiter, nicht mehr so oft im Einsatz gewesen, hat dann des Öfteren U19 gespielt, hat sich auch überlegt, zum Team von Alea,
zum Nationalliga B-Team von Luzern zu wechseln. Hat es dann aber nicht getan und wird sich freuen, wenn sie dann ein Cup-Final spielen dürfte. Sofern Luzern heute weiterkommt und auch im Halbfinale standhaft bleibt. Super Fußballwetter hier in Thun, obwohl ein paar dunkle Wolken aufziehen, denke ich, werden sie sich irgendwo weiter entladen. Aber es ist warm, es ist eine angenehme Brise und das ist Alana Burkhardt mit dem langen Ball für Bacelets. Die lässt den Ball abtropfen, aber von Kennel ohne Probleme. Dann der Ball von Bodenmann in den Strafraum, wo Michel nicht mehr hinkommt. Ja, im Strafraum werdet ihr was bemerken, und zwar Thun nicht ganz so souverän wie auch sonst. Topscorerin der letzten 15 Saisons in der Nationalliga B, Stefanie Kipf, ist nicht dabei. Kipf ist verletzt und das ist ein herber Ausfall für Thun. Stefanie Kipf schießt pro Saison 30 bis 40 Tore. Heute kann sie nicht mittun und das wird Thun weh machen. Kipf schießt pro Spiel mindestens ein Tor. Ich glaube, ihre Bilanz vor dem Abbruch der Saison 2,5 Tore pro Spiel. Und das ist förmlich. Die ist weit weg von diesen Zahlen von Kipf. Aber auch ihr Zuspiel findet keine Adressatin. Gut gelesen hier von Jana Gerber. Aber Jackson bleibt im Ballbesitz. Dann geklärt von Zieswiler. Michelle Schnieder nimmt da die Schulter, um den Ball zu korrigieren. Und Irina Pando gibt gleich weiter für Andena Bierns. Bierns schaut auf, will den Ball zuspielen, aber kann ihn nicht an Elin Schuling vorbeispitzeln. Schuling, wichtig zurück in diesem Team von Thun. Eine souveräne defensive Mittelfeldspielerin. Wie sie sollte eigentlich auch Nathalie Schenk zurück sein. Schauen wir an. Ja, Schenk startet von der Bank aus. Pando, die größte und wuchtigste, macht die Eckbälle bei Luzern. Pando gut gezogen, direkt ins Tor. Und Teuscher sicher mit den Fäusten übers Tor gefäustet. Ja, Irina Pando, stinkfrech versuchte sie die Banane, wie man früher auf dem Pausenplatz sagt, direkt ins Tor. Irina Pando, ihr erinnert euch vielleicht noch am Spiel gegen Tschechien. Da hat sie für die Schweiz den Elfmeter herausgeholt. Und vorher hier bei uns im Live, eine Woche vorher, hatte sie ein Hattrick geschossen gegen Rapperswil, auch im Cup. Pando wieder an den ersten Pfosten, aber jetzt zu kurz. Brasal ohne Probleme. Von Kennel mit dem Nachfassen, aber der Ball doch etwas gefahrlos und ihre Mitspielerinnen waren schon weit, weit weg. Ich denke auch, von Kennel hat nicht aufs Tor gezielt, sondern wollte den Ball wieder in den Strafraum tropfen lassen. Aber so, ohne Gefahr. Ja, auch deine Frage, wann und wo ist der Final? Der Final ist im Letzigrund. Wann, bin ich nicht mehr sicher. Ich glaube am 30. Mai, bin aber nicht 100% sicher. Schon sehr bald, der Final. Die Halbfinals sind 2 Wochen, soweit ich weiß. Und sehr spannend, eben 2 Unterklassige noch auf dieser Stufe dabei. Heute Thun aus der Nationalliga B und gar ein Erstligist, nämlich der FC Appenzell, ist morgen im Einsatz um 16 Uhr gegen die Grasshoppers. Also im Optimalfall für den neutralen Zuschauer haben wir einen Erstligisten und einen Nationalliga B-Verein. Im Halbfinal, wenn die da noch ein bisschen Losglück haben, haben wir einen Unterklassigen im Final. Und was gibt es Schöneres als solche Cup-Märchen? Aber für ein solches Cup-Märchen, da muss Thun sich jetzt ins Zeug legen und versuchen, Luzern vom Thron zu stürzen. Das ist von Kennel mit einem guten Ball für Pando. Ist Pando schneller als Schwendimann, ist sie aber Teuscher. Sicher mit dem Ball in der Hand. Janine Teuscher in Aarau, eine der besten Thunerinnen. Thun hat dann gleich wieder gespielt. Nein, haben sie nicht. Nein, Thun spielt heute jetzt das erste Mal seit diesem Remis, das ihr live bei uns aus Aarau geschaut habt. Und Foul an Gerber hier von Jackson. Hoffentlich hat sich Jana Gerber da nicht wehgetan.
Sabina Jackson ist als kleines Raubein bekannt. Das ist so. Sah zuerst danach aus, als würde Jackson sich bei der Mitspielerin entschuldigen gehen, aber nein, sie wollte Rechtfertigungen von der Schiedsrichterin. Das hat sie auch im Herren-Schürli gelernt während ihrer Ausbildung, Sabina Jackson. Jackson war Teil dieses Teams, dieses U19-Teams von Nora Häuptle, das die Heim-EM gespielt hat, da ja eine durchzogene Leistung geboten hat, die Schweizer Nationalmannschaft. Am Schluss wegen der schlechteren Tordifferenz nicht weitergekommen, haben es nicht geschafft, gegen Frankreich zu siegen. Und deshalb dann ausgeschieden die Schweiz. Drei Spiele in Wollen haben sie da absolviert gehabt. Und da waren Namen wie Geraldine Reuteler, Tiara Buser, Chantal Wieser, die große Rahel Chopp, die jetzt nicht mehr Fußball spielt, auch sie aus Luzern, wie Chantal Wieser, die jetzt verletzt ist. Geraldine Reuteler und Alicia Lehmann und da eben auch mit Sabina Jackson und mit Viktoria Bischoff, die man aus St. Gallen kennt und auch hier aus seiner Vergangenheit in Luzern. Ja. Jackson lanciert wieder Pando. Das scheint die Idee von Glenn Meyer zu sein, sein Team zu schonen für das nächste Meisterschaftsspiel und einfach die langen Bälle auf Pando herabprasseln zu lassen. Dabei muss Luzern gar nicht so schauen, denn Luzern, die dürfen erst nächsten Samstag spielen, während Thun das Problem hat, dass die Nationalliga B nicht erwartet war, so weit zu kommen im Cup und deshalb müssen sie am Mittwoch das Spiel von heute nachholen. Eigentlich eine Frechheit. Das heißt, Thun wird bestraft dafür, dass sie gut sind. Pando fällt im Strafraum, aber meines Erachtens ohne Foul. Und dann der lange Ball für Hölci. Kommt nicht wirklich an. Ja, Luzern hat die Seiten gekehrt. Heute Pando über rechts und Hölci über links. Normalerweise ist es umgekehrt, damit beide diagonal in den Abschluss gehen. Da hat Glenn Meyer wahrscheinlich gewusst, dass ich ein Briefing mit Hugo Kostetzer gemacht habe vor dem Spiel über die Stärken und Schwächen der Luzerner Spielerinnen und hat so sein Team aufgestellt, dass es eigentlich eher Flanken tut und nicht direkt in den Abschluss geht. Obschon, dem würde ich nicht ganz trauen, weil Irina Pando, die ist mit beiden Füßen abschlussstark. Schwendimann. Aber der Ball im Nirgendwo. Ja, Thun heute wie auch schon ein bisschen gegen Aarau mit zu wenig Zugriff aufs Spiel. Also nicht wie damals gegen Rapperswil oder im Cup-Achtelfinal-Kracher hier gegen Zürich. Nicht hier, sondern im Lerchenfeld hinten, auch in Thun. Da hatte sich Thun extrem gut geschlagen, das Frauenteam Thun Berner Oberland. Zur Pause stand es 1:1 und dann in der zweiten Halbzeit hat Thun etwas geschlafen und ganze 4 Tore kassiert. Aber es waren wirklich nur 20 Minuten, in denen Thun nicht wach war. Ansonsten waren sie fast auf Augenhöhe mit dem FC Zürich von Ivan Dal Santo damals. Mit Namen wie Martina Moser, Leslie Ramsay. Nein, Ramsay war da eben nicht da. Sondern Martina Moser war da und Cinzia Zehn da. Sondrin Moron, nein, die war auch nicht mehr da. Bala de Platzes, Fabian Home und so weiter. Das ist Bachelet. Bachelet, uff, lässt sich den Ball gar leicht von Klotz abnehmen. Klotz kommt aber nur bis Bodenmann. Bodenmann in den Strafraum für Gerber. Gerber schießt direkt übers Tor. Ja, da hätte jemand Jana Gerber sagen müssen, dass sie ganz alleine war. Sie hätte da den Ball annehmen können und dann erst aufs Tor zielen. Aber sie dachte, wahrscheinlich werde ich gleich bedrängt und hat direkt abgezogen. Hier die Kommunikation, die im Frauenfußball so oft fehlt. Ja. Ja auch, ich weiß nicht, was dein letzter Kommentar mit den Zuschauern
Er soll das mit dem Letzig Rund, da bin ich völlig bei dir. Ich denke, es ist keine clevere Idee, ins Letzig Rund gehen zu wollen. Ich denke, die AXA und der SFV wollten da eine große Party schmeißen. Aber sind wir ehrlich, wie viele Leute schaffen wir wirklich in ein Cup-Final ins Stadion zu bringen? Ich finde nach wie vor Biel eine perfekte Location im Herzen der Schweiz. Mit 5.000 Zuschauern ist gut. Vielleicht können wir dann upgraden, sagen, okay, wir gehen auf 10.000, gehen nach Thun oder gehen nach Luzern. Ja, ein letzter Grund hätte ich auch nicht empfohlen, wie ich auch eine, ja, auch ein St. Jakobspark hätte ich nicht empfohlen. Aber der SFV weiß selber, was er will. Und ja, dann haben wir dann ein letzter Grund, wo wir nur eine der Tribünen benutzen. Das Fernsehen wird dann nur die leeren Ränge filmen und so weiter. Also die Probleme, die kennen wir schon, die bestehen schon. Ich denke auch, man sollte mit einem Cup-Final eigentlich lieber in ein kleines Stadion gehen, das auch die Anzahl Zuschauerinnen trägt. Vor allem auch, weil der Cup-Final ja wie immer dann stattfindet, wenn die anderen Ligen der Frauen spielen, das heißt, man nimmt sich die Hauptzuschauer, andere Frauenfußballerinnen, ja so weg. Also ja, ich bin kein Freund des letzten Grunds. Ich weiß nicht, ob die letzte Runde am 29.05. ist, das weiß ich gerade nicht auswendig. Vielleicht ist der Cup-Finale auch irgendwie eine Woche später. Ich bin am Kommentieren. Kannst du einfach kurz auf die Webseite gehen? Uff. Hier, Beans versucht durchzukommen, Beans. Und Beans versucht durchzukommen und wird dann gefoult von Brazal. Und das ist die Chance für Svenja Völmli oder Irina Pando. Völmli geht über den Ball. Völmli macht eine einstudierte Variante. Und Brazal sagt sich, studiert euch das ein. Ha. Ja, clever wollten sie sein in Luzern. Pando kurz gespielt zu Biens auf Völmli, die reinläuft. Und dann hätte Völmli wahrscheinlich schießen müssen. Und ich glaube, sie hat dann quergelegt. Naja, Brazal klärt zur Ecke. Eckball von Klotz, kurz gespielt und Schwendimann macht das gut. Oder Zieswiller war das, Jella Zieswiller. Eilt raus, wehrt ab und es gibt einen neuen Eckball für Luzern. Ja, die großen Chancen, abgesehen von diesem Eckball von Pando, bis jetzt noch nicht da. Vielleicht jetzt Pando mit dem Schuss, aber Zieswiller dazwischen. Jella Zieswiller, eine gute Verstärkung für das Frauenteam Thun Berner Oberland. Sie kommt von den Young Boys, leihweise. Zieswiler war in den USA und wenn jemand sich zutraut, ein College-Jahr in den USA zu machen, Jella Zieswiler ist die Ansprechperson. Clever, gut gemacht von Klotz. Mit ihrem, das ist nicht, doch, ist das Biens? Biens, nicht Klotz. Mit dem rechten Fuß versucht sie den Ball da an den zweiten Pfosten zu zirkeln. Gut gemacht. Entgegen dem Erwarten von Thun spielt sie Longline, aber der Ball kommt dann bei keiner Mitspielerin an. Alena Biens, sehr clever. 18 Jahre jung. Ein gutes Talent bei Luzern, war diese Saison doch sehr gut im Einsatz. Der Einwurf kommt von Bodenmann, aber Schnieder bleibt hängen an Burkhardt. Burkhardt. Aber dann der Ball für Brazal. Und Burkhardt, Hartin. Ich habe immer so das Gefühl, Alana Burkhardt gehört da nicht so weit nach vorne. Und Michel schießt einfach mal übers Tor von Lea van Wezenbeek. Die holländisch-stämmische Schweizerin im Tor des FC Luzern Spitzenfußballfrauen. Lea van Wezenbeek, deren Eltern ich sehr viel zu verdanken habe. Marian und Bart van Wezenbeek, super treue Leute, haben jedes Spiel live aus Luzern für uns gefilmt. Das
rechne ich Ihnen noch heute sehr hoch an, haben sich da freiwillig gemeldet für uns. Michel macht das clever, aber Beans schaltet sich dazwischen und holt sich den Ball. Jetzt zu Jackson mit von Kennel. Kennel mit dem langen Ball. Wieder sucht sie Pando, aber Schwendimann lässt nichts anbrennen, köpft den Ball raus. Ah, nicht Pando, das ist jetzt Hölci. Auf die Distanz sah Hölci ein bisschen aus wie Pando, aber natürlich. Hier sehen wir Pando in der Nähe. Doch etwas wuchtiger, die Nationalstürmerin der Schweiz, Irina Pando. 11 Tore hat sie in der Saison geschossen, im Cup 5, soweit ich weiß. Also schon wieder 16 Tore dieses Jahr für Irina Pando. Vor 2 Jahren wurde sie Co-Torschützenkönigin. 5 Spielerinnen hatten da 17 Tore. Letzte Saison wäre sie Torschützenkönigin geworden, aber die Saison wurde abgebrochen und jetzt erbt sie von einem Fehler und das ist Hölci und das ist Teuscher. Teuscher macht das großartig. Eieiei, hätte tun Janine Teuscher nicht. Ah, großer Fehler hier von Thun im Spielaufbau und Pando kann erben, lanciert gleich Hölci in der Tiefe, aber Teuscher rast dann ans Strafraumende und hindert Hölci dran zum 1:0. Oder in diesem Fall 0:1 einzuschieben. Pando schon wieder unterwegs, aber Brasal oder Stettler, wie sie seit der Hochzeit heißt, mit der Rettungsaktion. Pando verlängert per Kopf, aber Brasal klärt bis zu Gerber. Gerber zu Schwendimann. Schwendimann sucht Michel sehr weit weg. Michel, Michel, Michel. Michel, nicht die Holzmichel, denn der lebt noch. Und da ist sie. Da wäre die Chance für Martina frei, aber gut geklärt da. Zusammen mit von Kennel und Schnieder. Und es geht in die andere Richtung mit Jackson, die aber hängen bleibt. Und Brasal kann klären, aber wieder nur bis Jackson. Jackson und Schwendimann. Gerade noch so, Schuling zu Brasal. Brasal zu Michel, Michel verlängert. Nein, nicht Michel, sondern frei verlängert für Michel. Burkhardt lanciert frei und jetzt etwas Platz. 2 gegen 2, aber abseits entscheidet der Schiedsrichterassistent. Abseits, das ist das, was ihr hört, das, was ihr seht. Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Hier auf YouTube, aber auch auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter, auf Soundcloud und auf Spotify. Wir sind das einzig wahre Zuhause des Schweizer Frauenfußballs. Wir haben Analysen, Statistiken und alle Informationen zum Frauenfußball für euch jeweils auf Instagram und auf YouTube, aber auch auf Twitter. Also folgt uns auf allen drei Plattformen, da unterschiedliche Inhalte sehr, sehr relevant. Jackson muss zurückspielen zu Ruf. Komisch in diesem Spiel von Kennel mit dem ganzen Spielauslösungen. Normalerweise sehen wir das von Chantal Ruf. Aber heute von Kennel für die langen Bälle bemüht. Schuling bringt Ruhe ins Spiel, aber bleibt hängen an Völmli. Und das ist die Chance. 3 gegen 2. Völmli mit dem Fehlpass. Aber Schnieder kann erben. Doch Thun kann irgendwie noch im Ballbesitz bleiben. Gerber verliert erneut ein Duell gegen Jackson. Und das ist Hölci. Zurück zu Jackson. Jackson zu Völmli. Völmli sucht eine Anspielstation. Findet Schnieder, die im Abseits steht. Ja, Svenja Völmli bisher größtenteils untergetaucht, aber wenn sie auftaucht, wird es gefährlich. Aber Thun dasselbe Problem wie gegen Nahraub. Die Linien stehen zu weit weg, das Mittelfeld mit Burkhardt und Gerber funktioniert einfach nicht. Und da bringt es auch nicht, wenn Schuling gute Arbeit leistet, wenn Burkhardt und Gerber neben den Schuhen stehen, naja, dann kommst du nicht weit. Und das ist Hölci. Hölci hält den Ball gut zu Jackson. Jackson. Spiel zurück zu Ruf mit von Kennel. Flavia von Kennel lanciert Pando. Pando gegen Bodenmann. Bodenmann, nein, macht alles falsch. Pando steckt durch für Völmli, aber sieht dann, dass ihm abseits steht. Völmli spielt direkt. Fehler von Pando, dass sie da nicht zuwartet. Aber jetzt der Schuss. Oh nein, Teuscher lässt den Ball fallen. Eieiei, Janine Teuscher. So geht das dann nicht.
Oliver Kahn war ein toller Torhüter, doch der hat 2002 so eine Weltmeisterschaft verspielt. Ich weiß nicht, ob Janin Teuscher da überhaupt schon auf der Welt war, aber so hat Oliver Kahn eine Weltmeisterschaft 2002 gegen Brasilien verspielt. Teuscher 96 geboren, da war sie 6, hat sich den Final da aus Seoul, glaube ich. Seoul oder Tokio hat sie sich den Final vielleicht angeschaut. Brasilien gegen Deutschland, 2:0 für Brasilien. Doppeltorschütze Ronaldo, soweit ich weiß, mit diesem grässlichen Fola Hiku, den er trug. Und Eckball für Thun mit Martina Frey. Frey bringt den Ball an den zweiten Pfosten. Und da ist Bodenmann, aber sie kann den Ball noch im Strafraum halten, aber keine Chance. Gut gelöst da von der Spielerin, hat einfach von Kennel blockiert, aber das ist Völmli. Völmli gegen 2, Völmli mit dem ersten Haken, jetzt 3 gegen 3 Situation. Völmli aber jetzt Thun wieder hinter dem Ball, bringt aber nichts, wenn man den Ball nicht mitnimmt, wenn man durchläuft. Aber Glück gehabt, Glück im Unglück, das ist Michel, macht das clever. Spielt zu Bachelet. Bachelet mit etwas Platz gegen Pando, aber Bachelet ist in der Nationalliga B vielleicht die schnellste, aber Pando ist einfach in der Schweiz die schnellste. Und das macht halt schon einen Unterschied. Irina Pando. Lief Bachelet ihren 2 Meter Vorsprung schnell wieder ab. Bachelet kommt nur bis Klotz. Viel zu viele Pässe im Spiel von Thun. So kannst du nicht über Dauer gewinnen, auch wenn Luzern selber nicht so sehr gut, nicht so kalibriert ist in diesem Spiel. Sieht man doch trotzdem hier den Klassenunterschied zwischen Luzern und Thun. Von Kennel in die Tiefe für Schnieder. Der Ball in die Tiefe für Völmli, da muss Teuscher, hui! Teuscher mutig und nochmal Teuscher! Janin Teuscher! Führt dazu, dass ich mich verschlucke, weil du musst den Ball wegschlagen, Janin. Da darfst du nicht einen auf clever machen und den Ball behalten, weil Schnieder und dann Pando haben sie gleich wieder unter Bedrängnis gebracht. Und das ist Bachelet gegen Klotz. Bodenmann bleibt hängen an Schnieder. Ja, in der Nationalliga B ist alles viel einfacher, ich weiß, Sabrina, aber... Ja, wir spielen halt nicht Nationalliga B, wir wollen einen Cup gewinnen und da musst du halt souveräner sein, den Ball nicht so weit weg vom Fuß haben. Pando schlägt Bachelet da in die Wade und ich nutze die Zeit, um schnell zu husten. Fairplay, anders als Jackson vorhin, geht Pando sich bei der Mitspielerin entschuldigen. So gehört es sich für einen Captain und für eine Nationalspielerin, Irina Pando. Gerber gewinnt das Kopfballduell, wieder Einwurf für Luzern, ja. Von Kennel mit Klotz. Klotz lanciert Schnieder, aber gut gelesen von Zieswila. Holt sich den Einwurf. Jella Zieswila, gute Spielerin. Bodenmann zu Bachelet. Und das ist Gerber. Gerber gegen 3. Gerber bleibt hängen. Und das ist Pando. Pando zu Klotz. Klotz mit dem Haken zurück zu Pando. Und Bodenmann muss sich da irgendwie der fast 3 Köpfe größeren Pando zur Wehr setzen. Macht sie dann auch. Und Thun kann eine weitere potenzielle Chance vereiteln, denn von Chancen kann man bei Luzern ja eigentlich nur von 2 echten Chancen reden bisher. Aber die Dominanz klar auf Seiten der Blauen. Das ist Hölci, aber Schwendimann macht das gut. Nina Schwendimann. Heute um 16 Uhr war ein anderer Cup-Viertelfinal. Kurz vor Schluss hatte Basel da geführt, 2:0 in Lugano.
Oh, guter Eckball in den Herzen vom Strafraum und Pando und Völmli. Und neuer Neuteckball. Ah, da hätte Irina Svenja sagen müssen, dass sie die bessere Schussposition hat. Völmli hat nicht kommuniziert. Also Pando hat nicht kommuniziert. Und Völmli hat es probiert. Erneuter Eckball. Und von Bierns sieht das Ganze halt ein bisschen anders aus. Pando macht gute Eckbälle, aber sie stört halt auch im Strafraum mit ihrer Körpergröße, mit den Muskeln, die Irina Pando hat. Der zweite Eckball kommt an den zweiten Pfosten, aber Hölci bringt ihn nicht wirklich aufs Tor. Von Kennen lässt ihn nochmal reinschlagen, aber jetzt Konterchance für Thun. Nein, vereitelt durch Ruf. Das ist Hölci. Hölci zurück. Und der lange Ball für Irina Pando. Nein, für Hölci. Für Hölci. Entschuldigt. Die blonden Pferdeschwänze sehen alle gleich aus. Hier, von hier oben. Da wünschte ich mir einen so großen Bildschirm, wie mein Kameramann Florian hat. Ich sehe einfacher mit dem. Geil? Super. Jetzt brauchen wir nur noch Fernbedienung. Sarah Klotz. Klotz übertritt beim Einwurf und macht noch einen Fehleinwurf dazu, wenn das zum Tor führt. Und das ist die Chance mit Jackson, aber gut gemacht von Schwendimann. Ja, da müssten die Schiedsrichter drauf schauen. Klotz macht alles falsch bei diesem Einwurf, außer wie sie ihn wirft. Fehleinwurf, ein Bein war nicht am Boden und das andere hat eine Fußlänge übertreten. Ja, ärgerlich. Ich weiß, Kleinigkeiten, aber die zählen halt, die summieren sich. Frei bringt die Flanke, nein, direkt aufs Tor und streift den Pfosten. Martina Frei. Ja, und das ist das Etwas, das Martina Frei bringen kann, das gefehlt hat in den ersten paar Spielen für Thun. So diese Unberechenbarkeit und diese Souveränität da am Flügel. Frei jetzt mit dem Schuss. Sie hat gesehen, niemand ist im Strafraum, also zielt sie auf den zweiten Pfosten und streift den sogar. Schade, war da keine Thunerin, um zu erben. Aber Thun sind die Stürmerinnen ausgegangen. Stefanie Kipf ist verletzt und Selina Jud ist müde oder angeschlagen. Oder Hugo wollte nicht mit zwei Stürmerinnen spielen, kann auch sein. Das Gute daran, dass wir jetzt Zuschauer haben, ist nicht wie sonst im Frauenfußball Ewigkeiten, bis jemand den Ball holen geht. Freuen sich auch die Spielerinnen wahrscheinlich. Aber das liegt dann auch in der Pflicht der Vereine, da Ball, Jungs und Mädels zu stellen. Bierns macht das gut, tänzelt sich durch, schießt dann aber direkt gegen Zieswieler, anstatt zu passen. Aber da ist 4 gegen 3 und Penalty. Penalty. Ja. Sie fällt sehr leicht. Sie fällt sehr leicht. Aber ich denke, da ist die Thunerin ungestüm in diesem Zweikampf. Ich schaue es mir nochmal an. Ja, da geht die Thunerin einfach ungestüm in den Zweikampf und so gibt es einen Penalty. Und das ist die Chance für Bierns. Und der ist drin. Alena Bierns. Ja, unnötig. Unnötig. Aber die Thunerin geht halt schlecht in diesen Zweikampf. Muss sie sich an der Nase nehmen. Ich glaube, es war Elin Schuling. Bin nicht sicher. Ungestüm geht sie in den, in den Zweikampf. Hölci fällt natürlich sehr leicht. Aber so steht es 1:0. Ja, Luzern hat dominiert, war nicht wirklich zwingend. Bierns mit einem souveränen Elfmeter. Aber ja, die Luzernerin fällt sehr leicht. Das mag vielleicht etwas bitter schmecken.
Aber das ist halt die Geschichte des Spiels. Guter Ball hier von Frei für Michel. Michel, hier verspringt der Ball. Was macht Andrea Michel? Zurück zu Martina Frei. Frei mit der Flanke, aber da ist Sabina Jackson dazwischen. Ja, solche Momente müsste Thun halt öfters haben, haben sie bis jetzt nicht gehabt. Keine wirklichen Chancen außer diesen Pfostenkratzer da von Martina Frei. Und so steht es 0:1. Frei mit dem Eckball an den zweiten Pfosten, aber zu nahe an Lea van Wezenbeek. Kein Problem für die Torhüterin der Luzerner. Der lange Ball und Brasal ohne Probleme. Das könnte aber für Thun eigentlich, so dumm das klingt, etwas Gutes sein. Denn Luzern hat in dieser Saison öfters gezeigt, wenn sie in Führung gehen, werden sie schlechter. Das haben sie auch gegen die Young Boys gezeigt letzte Woche. Das heißt, Thun könnte jetzt diese Lethargie der Luzernerinnen etwas ausnutzen. Müssen sie aber dann konsequent und qualitativ gut ausspielen. Und ich würde halt Nathalie Schenk zum Einwerben aufwärmen schicken und Selina Jud auf Seiten von Hugo Kostschätzer, weil, ja, ich sage, mit dieser Aufstellung haben sie keinen Zugriff zum Spiel. Es sind lange Distanzen zwischen der Abwehrreihe, die eigentlich gut arbeitet, und zwischen Andrea Michel und ja, Alana Burkhardt, es ist nicht ihre Position. Jana Gerber ist nicht in Form seit diesem Restart. Ja, so wird das nicht gehen. Und da kommt der lange Ball und Schwendimann ohne Probleme. Das war Bachelet, aber der Ball zu ungenau. Andrea Michel, tut mir leid, muss viel laufen. Die Genauigkeit stimmt aber nicht. Und da wieder meilenweit keine Thunerin. Meilenweit keine Thunerin. Sie können sich den Ball hin und her kugeln. Scherer, Bierns und Jackson. Jackson hat dann Zeit, Pando zu finden. Und das ist Bierns. Und die sucht ganz ruhig von Kennel. Kennel hat auch Zeit und sucht sich Hölschi. Und Hölschi wird auch noch an den Ball kommen. Hölschi aber bleibt hängen an Bodenmann. Bodenmann zu Frei. Frei, nein, spielt mit dem Feuer. Martina Frei, habe ich sie doch vorhin gelobt. Das ist nicht die Nationalliga B, meine Damen. Da könnt ihr nicht solche klein-klein Scheißegal-Spiele machen. Da müsst ihr konsequent, jeder Pass muss stimmen. Und Luzern ist zwar Siebtplatzierte der Women's Super League, aber ist halt immer noch Super League-Team. Tut mir leid. Sabina Jackson legt sich den Ball. Sabina Jackson an den zweiten Pfosten und da geht Schnieder irgendwie zum Ball. Der bleibt aber hängen und Bachelet klärt. Und jetzt für Michel. Michel alleine gegen Ruf und von Kennel. Was macht Michel? Michel setzt sich durch und Ruf mit dem Foul und es müsste Gelb geben. Und es gibt Gelb. Gott sei Dank. Eieiei. Chantal Ruf wusste genau, Michel ist durch und wird allein auf Van Wezenbeek kommen und hält Michel fest. Und schade, konnte Michel nicht noch ein paar Meter laufen, sonst wäre das eine rote Karte gewesen. Naja. Chance für Martina Frei, den Ball hoch reinzubringen oder direkt aufs Tor zu zielen, scheißegal. Frei. Martina Frei bringt den Ball an den zweiten Pfosten, aber da ist nur Van Wezenbeek. Wezenbeek spielt schnell zu Hölschi. Hölschi mit Tempo. Hölschi zu Pando. Die ganz ruhig zu Jackson. Jackson verteilt das Spiel zu Biri. Aber die Bierns, aber die bleibt hängen. Und Jana Gerber mit dem guten Ball für Martina Frei. Frei aber ganz alleine gegen 6. Jetzt kommt Michel. Frei bringt den Ball direkt. Nein, an den zweiten Pfosten, aber zu ungenau. Ja, wo sind die anderen Spielerinnen? Hugo,
Warum spielst du Doppel-6? Was soll denn das? Eieiei, ohne Stefanie Kipf. Wo ist Selina Jude? Wo ist Nathalie Schenk? Burkhardt ist eine Innenverteidigerin. Es gibt einen Grund, weshalb sie auf dieser Position ausgebildet wurde. Ja, Hugo, da kann ich dir nicht helfen. Ich kann dir noch so viele Tipps geben. Wenn du das nicht auslegst im Spiel, ja, dann sieht es dann so aus. Viel zu große Abstände. Ei. Schade, denn der Ursprung, die Idee war gut. Und das ist Michel. Die macht das allgemein gut. Zu frei. Martina Frei hat etwas Platz. Frei, ah, tänzelt da nicht an Klotz vorbei. Und gut gemacht von Schuling. Schuling, ah, jetzt war sie faul. Elin, da musst du den Schritt machen, nicht einfach stehen bleiben. Ach, das ist das Problem, wenn man ein bisschen faul ist. Lieber einen Schritt zu viel als einen Schritt zu wenig. Sieht immer alt aus. Jetzt hat Luzern das nicht ausgenutzt, aber die Konsequenz bei Thun, die fehlt halt einfach. Denn dieses Luzern, lethargisch wie das ist, das wäre doch zu schlagen. Das ist Irina Pando, die ist schwer zu schlagen. Pando mit Völmli, aber Völmli verheddert sich. Und da haben wir Frei. Die Spiel zu Gerber und wieder. Ein Schritt zu wenig und dann musst du dich strecken und dann kannst du den Ball nicht kontrollieren. Ein Schritt mehr machen, meine Damen. Ein Schritt mehr und dann kann man den Ball kontrolliert annehmen. Aber ich kenn's, als ich Volleyball gespielt habe, war das genau dasselbe Problem. Huich, mutig von Schnieder oder von Völmli. Eine von ihnen hat abgezogen, während eine Thunerin verletzt knien bleibt. Ja, Fazit von der ersten Halbzeit, Luzern ist besser, aber weil Thun das Feld nicht im Griff hat. Thun hat die letzte Reihe mit Zieswila, mit Bodenmann, mit Schwendimann und mit Brasal ist gut. Täuscher ist auch gut im Spiel. Die erste Reihe mit Michel ist auch gut. Aber in der Mitte passiert zu wenig. Wie jetzt. Viel zu viel Platz für Völmli. Die spielt dann zu Pando. Pando bricht in den Strafraum. Pando schießt. Gut gestört von Sabrina Bodenmann. Sonst hätte Irina Pando hier wahrscheinlich ihren 17. Saisontreffer gelandet. Kein Mittelfeld bei Thun, das ist schwierig ohne Mittelfeld. Du musst Zugriff zum Spiel haben, du musst den Ball laufen lassen. Natürlich hat Luzern die besseren Technikerinnen in der Mitte, aber solche Bälle dürfen nie und nimmer durchkommen. Ich meine, dass Schnieder da dran kommt oder jetzt hier Biens ganz alleine den Ball wieder spielen kann. Jackson hat so viel Zeit, die Zeit dürfte sie nicht haben. Und jetzt gut verteilt von Luzern. Luzern macht das gut. Sie nehmen das dankend an, dass der Gegner nicht nah bei ihnen steht. Das ist Pando. Die spielt zu Von Kennel. Von Kennel mit Ruf. Und Ruf sucht Hölschi wahrscheinlich. Chantal Ruf lässt sich Zeit. Findet Schnieder und die bleibt hängen. Aber Luzern noch immer im Ballbesitz. Und Hölschi wird dann gefoult von Schwendimann. Ja. Gut von Nieder Schwendimann. Das Foul musste sie ziehen. Sonst wäre Hölschi durch. Aber ja, und da wieder Scherer, hat ewig Zeit. Und da ist niemand bei Michel Schnieder. Und da ist wieder Scherer mit viel Zeit. Und Biens ganz alleine. Und der lange Ball von Flavia von Kennel. Tut mir leid, ich will nicht negativ kommentieren, aber es ist halt... Man muss solche Sachen ansprechen, weil diese Distanzen, die sorgen dann dafür, dass so einfach durchkommt, oder? Pando hätte jetzt, wenn der Ball besser gekommen wäre, vor Täuscher einnicken können. Thun muss näher an den Blauen stehen, sonst klappt das nicht. Danke, Martin. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich habe dich schon viel zu lange nicht mehr gesehen. Danke, dass du da bist. Ja, Benny, Florian ist an der Kamera. Guter Mann. Und das ist Schnieder. Und für die, die sich fragen, mit wem redet der, wir haben hier einen Live-Chat auf YouTube. Ihr könnt da auch Kommentare hinterlassen, Fragen stellen. Und
Ich werde dann reagieren, wenn ich es sehe. Das ist Firmly. Firmly, ai, mach das gut. Mach das doppelt gut. Pando muss sich drehen und der Ball im Tor. Ai, ai, ai. 2:0, Irina Pando mit dem 17. Tor in dieser Saison. Ja. Und wieder Abstände zu groß. So ist dann Firmly ein kleines bisschen alleine. Macht das dann gut gegen Ciswila mit dem Haken. Legt dann quer, aber Pando ist auch alleine. Die kann den Ball nicht kontrollieren, aber hat Zeit sich zu drehen, weil Brasal alleine kann sie nicht nehmen. Täuscher sieht dann auch ein bisschen unglücklich aus, steht etwas falsch, aber ja, kann nicht wirklich viel dafür. Und es steht 2:0. Aber der Ursprung dieses Treffers genau derselbe, meine Freunde. Das sind die Abstände. Die Abstände zwischen den Teams. Thun muss immer korrigieren. Und wenn du als Unterklassiger spielst gegen ein Women's Super League Team, musst du schauen, dass du wirklich dann jeweils gut stehst, dass man dich positionell nicht alt aussehen lassen kann. Und jetzt wird es sehr schwierig mit diesem 2:0 Rückstand, muss ich auch sagen. 45 Minuten reichen, um das zu drehen oder wenigstens einen Ausgleich zu machen, um es in die Verlängerung zu treiben. Aber da muss Thun besser werden, denn sie dürfen keine weiteren Tore bekommen, aber müssen auch welche schießen. Und ich bin nicht sicher, ob Hölci da steht. Ich bin ganz und gar nicht sicher, ob sie im Abseits stand. Und das hätte schon das 3:0 sein können. Wieder, weil man Luzern zu viel Zeit lässt, den Ball ruhig laufen zu lassen und die langen Bälle zu spielen. Naja. Gut geklärt hier von Luzern. Während die erste Halbzeit nun mählich wirklich zum Schluss läuft, nur noch 15 Sekunden. Das ist Svenja Firmly. Firmly. Firmly traut sich viel zu, kann aber auch viel. Und Jackson, und gut gemacht von Michel. Und dann zu viel gewollt von Martina Frey. Thun muss auch etwas einsehen, dass dieses Kurz-Kurz-Schnell-Schnell-Spiel aus der Nationalliga B gegen Luzern halt nicht geht. Und das gehört zur Spielintelligenz und das gehört zur Spielvorbereitung. Und ja, Pause hier in Thun, 2:0. Luzern dominiert, ohne wirklich große Chancen zu haben. Thun mit zu vielen Abständen. Ein inexistentes Mittelfeld. Eine Julia Hölci, die viel zu leicht fällt. Aber so ist der Fußball. Und es steht 2:0 hier in Thun. Ich würde zwei Wechsel vorschlagen für das Frauenteam Thun Berner Oberland. Das Mittelfeld aufpushen. Da mehr Muskelkraft, mehr Standing und halt suchen, den Ball auch mal in den Füßen zu haben und nicht immer nur zu reagieren. Und wenn man reagiert, sollte man dann halt wirklich konstant auf die zweiten Bälle. Ja, soweit Luzern, ohne zu glänzen, 2:0 in Front und unterwegs zu einem Cup-Halbfinal. Aber es ist noch nichts entschieden. Thun hat noch die Chance, hier in 45 Minuten das Ganze zu drehen. Ich gehe jetzt in die Pause. Das erste Mal seit fast zwei Jahren, mehr als einem Jahr mit Zuschauern. Fühlt sich komisch an, aber tatsächlich. Und ich hoffe, ihr habt eine schöne Pause. Geht nicht weg, kommt zurück für die zweite Halbzeit. Bis gleich.
Und während die Musik hier weggeht, in Thun. Ja, wer hätte das gedacht? Wenn du einen Anruf bekommst, geht das Internet ganz weg. Hm? Ich entschuldige mich bei euch, falls ihr da kurz was nicht gesehen habt. Hugo hat mich angerufen, um den Wechsel durchzugeben. Natalie Schenk kommt für Ellen Schuling und ohne ihm zu nahe treten zu wollen, ich glaube, das ist nicht der richtige Wechsel. Ich hätte Schuling auf dem Platz gelassen und Burkhardt rausgenommen. Aber ja. Im Nachhinein weiß man dann alles besser oder schlechter. Vielleicht ist das ja der Schlüssel für diese zweite Halbzeit. Wir sind zurück in Thun. Luzern hat nicht gewechselt. Thun wechselt also. Wir haben Natalie Schenk anstelle von Elin Schuling. Natalie Schenk, die Beachsoccer-Schweizer Meisterin ist. Die Futsal-Schweizer Meisterin ist, glaube ich. Nein, das ist sie nicht. Aber war auch schon. Also sie in den Randsportarten des Fußballs sehr bekannt. Das ist Burkhardt! Und da hätte sie mich fast lügen gestraft. Alana Burkhardt per Kopf. Endlich macht Thun mal das, was sie sollten. Leute in den Strafraum bringen und Burkhardt mit dem Sprint sorgt fast dafür, dass ich dumm aussehe. Naja. Alana Burkhardt. Vor den Augen ihrer ehemaligen Liebe-Teamkolleginnen, das halbe Kader von eBay und der halbe Staff hier heute vertreten unter den Zuschauerinnen. Gut gespielt von Gerber und das ist frei und das Bachelet von Kennel muss gerade noch dazwischen. Und die Chance mit Gerber. Gerber, was macht Jana Gerber? Jana Gerber flüchtet vom Spiel. Spielt zurück für Schwendimann. Schwendimann und frei spielt schnell, aber Gerber auf dem falschen Fuß erwischt. Konnte den Ball nicht holen. Jackson mit dem langen Ball für Hölci. Aber Bodenmann kann klären. Schwendimann kann klären. Ja, es ist etwas dunkel, entschuldigt, hier in Thun. Jetzt die Regenwolken, die Sonne verdecken und die Stadionanlage, die läuft nicht. Und deshalb haben wir das berüchtigte Wort von mir, Zwielicht, Twilight, aber nichts mit Vampiren zu tun. Und das ist schrecklich für Videokameras, tut mir sehr leid. Bei Zwielicht sieht man nicht so gut. Aber da ihr alle das Spiel auf eurem großen Fernseher schaut, könnt ihr da mit Kontrasteinstellungen alles wieder besser machen. Uff, Pando versucht sich durch den Strafraum zu dribbeln und Burkhardt geht dazwischen. Alana Burkhardt in den ersten 2-3 Minuten straft sie mich lügen. Zwei sehr gute Aktionen. Vielleicht war es doch die richtige Entscheidung, sie nicht aus dem Spiel zu nehmen. Brasal, nein, Schwendimann zu Gerber. Schwendimann jetzt mit dem langen Ball ins Nirgendwo. Michel versucht ihn noch zu holen, aber keine Chance für Andrea Michel. Hölci verstolpert den Ball und Zieswieler. Oh, frei mit dem Fehlpass und Schierer mit dem Foul. Martina Frei ist nicht bekannt dafür, dass sie sich auf den Boden legt. Da hat Nicole Schierer wahrscheinlich irgendwo die Stollen stehen lassen. Glück für sie, dass das niemand gesehen hat, auch wenn der Assistent gerade da war. Martina Frei. Der lange Ball sucht Michel, aber findet nur Chantal Ruf. Gut geklärt hier von Gerber, aber Schnieder holt sich den Ball. Schnieder sucht Platz. Gut, Thun lässt jetzt viel weniger Platz zu. In den ersten Minuten zumindest. Sehr gut.
Und das ist Burkhardt und Bodenmann zusammen. Holen sie den Ball. Jetzt wird Pando lanciert, aber Teuscher schneller im Duell der zwei Blondinen. Janine Teuscher bis jetzt die bessere. Was ist hier los? Ah, Teuscher wurde geschlagen vom Fuß von Pando und blutet. Doch nicht, doch kein Blut. Irina Pando konnte da streicheln, kurz draufblasen, dann war das wieder gut. Wieder ein langer Ball. Jetzt sucht man wieder Michel und Bachelet lauert. Bachelet macht Druck, gut. Klotz kommt gerade noch zu Ruf. Und von Kennel war weit weg von ihrem Platz. Und das hat man gespürt. Pando holt den Ball in der eigenen Hälfte. Burkhardt behauptet ihn aber dann mit dem Fehlzuspiel. Genau zwischen ihre zwei Mitspielerinnen. Und Völmli konnte erben, aber Nathalie Schenk holt sich den Ball. Doch der Fehlpass, Bodenmann zu lasch. Und so kann Pando zum Ball kommen. Pando legt quer für Völmli. Völmli schießt übers Tor. Svenja Völmli im Zentrum, um einiges besser als am Flügel, wo Nils Nielsen sie sieht. Weshalb, weiß ich nicht. Nils Nielsen wahrscheinlich aus Dänemark einen anderen Winkel als ich zur Verfügung. Auf jeden Fall in der Nationalmannschaft gegen Tschechien am Flügel und auch schon gegen Frankreich. Unbedeutend die Präsenz von Svenja Völmli, muss man sagen. Völmli ein super Talent, eine tolle Spielerin, keineswegs ein Zweifel daran. Aber man muss sie auf ihrer Position laufen lassen und das ist Mittelstürmerin. Naja, aber ich bin der Böse, denn die Nazi ist ja qualifiziert. Warum kritisiere ich denn was? Ruf! Und das ist Bachelet. Bachelet bringt den Ball. Gerber könnte sie drankommen. Nein, zu lang. Und dann Schnieder klärt. Aber Thun gefällt besser in den ersten 6 Minuten der zweiten Halbzeit. Können sie das Spiel in die Verlängerung treiben? Das ist frei an den zweiten Pfosten. Da geht Bodenmann. Nein, nicht Bodenmann, sondern Bachelet zum Ball. Aber kann nicht wirklich per Kopf dominieren, Bachelet. Bachelet eine sehr schnelle Spielerin, auch sehr groß, aber Kopfballstärke nicht die beste. Bachelet macht das gut, verliert aber dann an Jackson und das ist Pando. Pando führt den Ball. Pando zurück zu Jackson oder zu Klotz. Und der Ball auf jeden Fall bei Firmly. Teuscher! Großartig! Janine Teuscher gibt das Gesicht her und heilt den Abschluss von Firmly. Und dann Hölci geht ungestüm in dieses Duell. Macht Janine Teuscher weh. Jetzt braucht sie dann die Behandlung. Teuscher sehr mutig, ging direkt ins Duell gegen Firmly, wurde am Gesicht getroffen und dann gerade nochmals von Hölci im Gesicht getroffen, im Duell im 5-Meter-Raum. Ja, aber so gefällt Thun besser. Sie spielen mit und so kann es dann einen offenen Schlagabtausch geben. Wenn sie eine Chance verwerten und Luzern nicht zum dritten Tor kommen lassen, dann könnte es hier nochmal spannend werden. Denn es ist noch zu kalt fürs Adebötle und ich bin ja nicht nach Thun gekommen, um hier nur die schönen Berge anzuschauen, obwohl das alleine schon ist der Eintrittspreis hier ins Stadion wert, muss man zugeben. Teuscher steht wieder. Ich hoffe, sie kann auch wieder mit tun. Tun.
Täuscher ist wieder fit. Brasal mit der Spielauslösung. Zu Gerber, aber Hölci geht dazwischen und Scherer verteilt auf Völmli. Und die Idee war, dass Schnieder den Ball mitnimmt, aber da war Schenk dazwischen. Ja, Basel ist schon im Halbfinale. Luzern ist unterwegs dahin. Wie es im anderen Spiel steht, Zürich gegen Servette, weiß ich nicht. Ist auch nicht interessant. Sehen wir dann nach dem Spiel. Und morgen spielt dann noch Appenzell gegen die Grasshoppers. Ohne den Damen aus Appenzell zu nahe treten zu wollen, da gibt es einen klaren Favoriten. Women's Super League gegen Erste Liga. Und ja. Das heißt, Zürich und Grasshoppers könnten beide noch den Heimfinal erreichen. Dafür müssen beide dieses Wochenende siegen. Für Luzern wäre es sicherlich ein Highlight, im letzten Rund spielen zu dürfen. Für Thun sowieso. Und Basel, ja. Für die ist es die Chance, dass die Frauen sich im letzten Rund besser anstellen als die Herren. Na? Wenigstens das, obwohl sich besser als die Herren des FC Basel anstellen im Moment. Nicht sehr schwierig. Aber da rede ich mehr von der Führung als von den Leuten auf dem Platz. Ja, keiner der Zuschauer wollte den Ball holen gehen und deshalb haben wir eine unnatürlich lange Pause, als Nicole Scherer den Ball mitten in der Wiese holen musste. Thun ist wahrscheinlich nicht undankbar. Sie brauchen solche kurze Atempausen, um dann das Pressing wieder erhöhen zu können. Und Gerber macht das gut, lanciert Michel. Michel macht das clever. Andrea Michel, eine tolle Fußballerin. Und das ist Martina Frei. Frei, frei zu Michel. Michel ist im Strafraum. Michel, Ruf, mit Glück kann sie den Ball da wegstibitzen. Und lanciert gleich Völmli, aber Schwendimann geht dazwischen. Zieswiller muss und wird und Gerber verteilt zu Schwendimann. Und das ist Martina Frei. Lanciert Jana Gerber. Ja, aber so locker mitgejoggt kannst du den Ball halt nicht mitnehmen, Jana. Jana Gerber um einiges besser in der zweiten Halbzeit, aber jetzt war so ein Moment, da hätte sie den Turbo zünden müssen. Gerber macht es jetzt besser. Gerber gut mit dem Haken. Gerber spielt für Frei und Scherer. Aber Frei behauptet den Ball. Und das ist Gerber. Gerber, Gerber. Zurück zu Schwendimann. Schwendimann, scheiß Ball. Schlechter Ball, meine ich. Und Burkhardt hält ihn dran. Und Gerber knapp übers Tor. Nina Schwendimann, wenn der Ball richtig gut gekommen wäre. Hätte Schwendimann doch keinen Fehler gemacht hier bei diesem Zuspiel. Hätte es hier schon 1-2 stehen können. Thun besser in solchen Momenten. Und man sieht, wenn Jana Gerber besser drauf ist, ist auch Thun besser. Jana Gerber ist eine der besten Spielerinnen der Nationalliga B. Aber für das muss sie auftauchen im Spiel. Burkhardt hat sich bei dieser ungestimmten Aktion noch wehgetan. Hoffentlich nicht schlimmer. Und das ist Hölci, spielt mit Bierns und Völmli eilt zum Ball. Völmli schießt direkt, aber trifft den Außenpfosten. Svenja Völmli fackelt nicht lange. Das gefällt mir. Solche Sachen kann sie eben als Flügelspielerin nicht machen. Zürich führt also in bei Servette gegen Zürich angeblich. Lustig. Hätte ich nicht gedacht. Aber auch ohne Fabian Humm scheint Zürich sich gegen Servette behaupten zu lassen. Obwohl ich nach wie vor denke, das ist eine Mentalitätsfrage. Also sicherlich beim Spiel letzter Woche, dass Servette da mit den Nerven ins Flattern kam. Ich bleibe dabei, das ist das schwächste Zürich der letzten 10 Jahre.
Gerber und Frei werden ausgewechselt. Bin ich überrascht? Gerber und Frei werden ausgewechselt. Da hat Hugo Kostetzer genug von seinen Führungsspielerinnen gesehen. Für sie kommen Selina Jud und Alexandra Gamma. Hätte ich nicht gemacht, Hugo, wieder nicht. Mindestens einer von beiden, aber sogar beide hätte ich drin gelassen. Gamma kommt als linker Flügel für Martina Frei. Und Selina Jud kommt als Spielmacherin. Jud hat bisher sehr gut ausgesehen in dieser Saison. Gamma durchzogene Leistungen. Die australische Meisterin wurde in der obersten australischen Liga Meister mit Victoria Melbourne. Beruflich in die Schweiz gezogen, bei den Young Boys Unterschlupf gefunden. Da aber an den jungen Talenten Laura Frei und Laura Frei vor allem. Ja, Noemi Gilman, kann man die noch als jung bezeichnen? Ja. Aber vor allem an Laura Frei gescheitert, dann Alexandra Gamma und somit jetzt hier bei Thun. Und da zählt sie natürlich zu den erfahrensten und soll mit dem Team in die Women's Super League aufsteigen. Women's Super League, das ist ein gutes Stichwort. Was haltet ihr von dem Namen? Ich hasse ihn, denn ganz ehrlich, ich bin der Einzige, der den richtig aussprechen kann, glaube ich. Viel zu viele Leute wissen nicht, dass man im Englisch die Mehrzahl von Woman, Women ausspricht. Und dann haben wir eine Liga, bei der alle Leute, inklusive die Experten außer mir, das Ganze Women's Super League nennen. Und das ist dann einfach nur ärgerlich. Warum baut man sich eigene Fallen ein? Uff, guter Ball hier von Völmli für Schnieder, aber Brasal geht dazwischen. Doch dann fühlt sich niemand für Hölci zuständig. Brasal muss da raus eilen und helfen. Ja, Gamma sicherlich nicht so defensiv engagiert, wie es Martina Frei jeweils ist. Und Schnieder, aber gut geklärt da von der Thunerin. Chantal Ruf gibt weiter an Nicole Scherer. Scherer mit dem langen Einwurf. Eine Thunerin geht dazwischen. Schwendimann wichtig. Sonst hätte Jackson sich den Ball krallen können. Oder Bodenmann. All die blonden Pferdeschwänze, sage ich euch. Aber es war Sabina Jackson. Denn Jackson tritt jetzt auch den Eckball. Wahrscheinlich an den zweiten Pfosten, so wie ich das sehe. Ja, nein, zurückgezogen in den Strafraum für Michelle Schnieder, einstudiert. Schnieder kommt dann auch frei zum Kopfball, aber ohne wirkliche Gefahr für Janine Teuscher. Basel siegt 2:0. Zürich führt 1:0 gegen Servette. Und Luzern führt bequem 2:0 hier in Thun. Noch nichts entschieden, 30 Minuten noch zu spielen. Aber sieht so aus, als würden die Favoriten das Ganze mitnehmen. Naja, Servette war vielleicht mehr Favorit. Erneut Penalty? Okay, das habe ich jetzt nicht gesehen, habe ich in den Bildschirm geschaut. Sie habe die Hände sehr hoch oben gehabt. Da kommt die Flanke, ja. Ich weiß nicht, ob sie den Ball mit der Hand berührt. Brasal war das, glaube ich. Ja? Aber egal, Penalty ist Penalty. Und das ist die Chance. Wieder für Alena Bierns, oder wer ist das mit... Nein, Michelle Schnieder, glaube ich. Ja? Nein, Bierns. Bierns, daneben! Daneben, Alena Bierns! Ja, auch! Du hast gesagt... Sie sah immer cool vom Elfmeterpunkt aus, aber jetzt hat sie versagt. Alena Bierns, naja, ein solcher Elfmeter muss man auch nicht immer verwandeln bei so einem Spiel. Uff, dann der Fehlpass für Völmli und Pando und irgendwie bekommen sie den Ball da weg. Ja, Penalty.
Und Alena Behrens hat versagt vom Penaltypunkt aus. Wir sind froh, denn das wäre mit Abstand die Entscheidung gewesen, nehme ich an. Und so bleibt es nochmal spannend hier in Thun. Aber dafür muss Thun ein bisschen aufdrehen. Natalie Schenk, nein, Alexandra Gammer. Und das ist Michelle Schnieder. Und Schenk geht dazwischen. Gut gespielt von Schenk. Oh, und jetzt fällt Pando im Strafraum. Es gibt schon wieder Penalty. Ja, aber der war klar. Ja. Der war klar. Pando lässt das Bein stehen, fällt sehr gut. Aber schlechter Zweikampf hier von der Thunerin. Und Alena Behrens, alle guten Dinge sind drei. Oder ist es, gilt das für Janine Teuscher? Behrens, Teuscher dran, aber Tor. 3:0. Ja, Thun, was soll denn das? 3 Elfmeter? Naja. Da spielst du mit dem Feuer. Und Pando fällt nicht ganz so leicht wie Hölci. Müsste aber auch nicht unbedingt fallen. Naja, so sind die Regeln. 3:0. Und wenn Thun jetzt nicht sehr, sehr viel Gas gibt, haben wir die Entscheidung nach 65 Minuten. 66. 66 Spielminuten, der absolute Zahn. Ja, was hätte Thun machen können? Goal mit Nummer 23, Behrens Alena. Was hätte Thun machen können, wenn Jana Gerber in der ersten Halbzeit so gut gespielt hätte, wie in den 15 Minuten, die sie gespielt hat in der zweiten Halbzeit? Was hätte Thun machen können, wenn Stefanie Kipf da wäre? Was hätte Thun machen können, wenn Yolanda Thoman gespielt hätte? Was hätte Thun machen können, wenn sie wach gewesen wären in der ersten Halbzeit? Und so hat Luzern, ohne groß zu schwitzen, jetzt seine 3:0 Führung. Geglänzt hat man nicht unbedingt, aber alles richtig gemacht. Pando mit Völmli, zurück zu Pando und Teuscher. Solche Bälle hat Pando auch schon besser gebracht, aber Teuscher verlängert das Spiel für Michel. Michel macht das gut, Jud geht dran, aber verliert das Duell. Das ist Sven Diemann, das ist Gamma. Burkhardt, Gamma. Was macht Gamma? Zurück zu Burkhardt. Burkhardt muss den Haken schlagen, zurückspielen zu Brasal. Brasal hätte Schenk alleine, sucht's aber alleine und dann der Fehlpass. Naja. Van Wezenbeek spielt raus. Ich denke, wahrscheinlich wollte sie, dass Scherer oder Pando den Ball erlaufen, aber keiner wollte was davon wissen und so Einwurf für Thun. Pando geht dazwischen, aber Jud fängt ihn gut ab. Jud fängt schon wieder gut ab. Und Michel macht Druck. Michel macht Druck und es gibt Eckball für Thun. Ei, der Ball war doch draußen. Michel macht das gut. Ich sage, Chantal Ruf hat da zu fest drauf vertraut, dass der Ball nicht rausrollt. Aber der Schiedsrichterin will nicht gesehen haben, dass er draußen war. Naja. Es geht weiter mit Irina Pando. Uff, das ist ein böser, böser Zweikampf von Alana Burkhardt an Irina Pando. Ah, direkt ins Fußgelenk rein. Der Ball war schon lange weg, aber Burkhardt konnte sich nicht mehr bremsen. Ein Schiedsrichter könnte hier auch gelb ziehen. Pando schreit nicht oft. Heute hat sie geschrien. Der war etwas böse. Und Thun wechselt nochmal. Hugo Kostetzer nimmt Elena Brasal vom Spielfeld, gibt also eine Innenverteidigerin auf und bringt jemanden mit großer Körpergröße. Ich nehme an, Sophie Blunier. Ja, Sophie Blunier als Innenverteidigerin. Also Innenverteidigerin für Innenverteidigerin-Wechsel. Oh, Burkhardt verliert das Duell mit Schnieder. Schnieder dribbelt sich in den Strafraum und Teuscher, souverän. Janine Teuscher hält die Latte hoch bei Thun.
auch schon gegen Nachau die beste Thunerin. Und Bienz lässt sich Zeit, spielt mit Scherer. Scherer und Jackson. Jackson zurück zu Ruf. Ruf zu von Kennel. Von Kennel gegen Jut. Kann gerade noch den Ball wegbekommen. Und Klotz. Jut geht auf jeden Zweikampf. Erinnert ein bisschen an Julia Hölschi. Jetzt natürlich etwas ungestimmt mit dem Foul. Und es gibt Wechsel. Chantal Ruf geht vom Platz. Es kommt Rahel Graf. Und Michelle Schnieder geht vom Platz für sie. Kommt Hering oder Hadorn? Ja, so weit sehe ich nicht. Ich hätte gesagt, das ist Hering, genau. Lin Hering kommt für Michelle Schnieder, also eine defensivere Spielerin, als es Schnieder ist. Habe ich letztes Mal auch gesagt und dann hat Hering das Tor geschossen. Und Verteidigerin für Verteidigerinnenwechsel da mit Ruf raus und Graf rein. Puh, Michel macht gerade Druck und jetzt 3 gegen 3 Situation. Der Ball kommt, Michel, kann ihn nicht ins Tor bringen. Zweite Chance, Bachelet, was macht sie? Bachelet, holt sie sich den Einwurf? Nein, Bachelet muss an der Eckfahne tänzeln. Bachelet kommt irgendwie durch, holt das Foul. Nein, sie bleiben im Ballbesitz. Und dann Bodenmann. Bodenmann holt sich den Eckball. Oder ist es ein Freistoß? Schiedsrichterassistent zeigt zuerst auf Freistoß. Ich weiß aber nicht, was die Schiedsrichterin entschieden hat. Eckball, ja. Nathalie Schenk legt sich den Ball. Das ist die Chance. Wenn Thun jetzt nicht den Anschlusstreffer schafft, dann wird es sehr schwierig. Schenk an den ersten Pfosten. Und da irgendwie Pando kann klären und Penalty! Naja, meine Freundin, was soll denn das? Das war ein klares Foul von Pando an der Angelina Jut. Eieiei, dreimal auf der anderen Seite pfeifen und hier nicht. Eieiei. Dreimal korrekt gepfiffen. Ja, Hugo holt sich jetzt noch die gelbe Karte. Aber meine Freundin, die gelbe Karte hätte man lieber Völmli gezeigt. Denn das war ein klares Foul von Svenja Völmli und ist mir egal, ob sie alle zurücklaufen. Völmli ist hier auf den Fuß gestanden. Das hätte Elfmeter geben müssen. Naja. Die Schiedsrichterin sieht es anders, ist sauer, weil sie noch noch angeschrien wurde von Hugo Kostetzer, aber Fakt ist, ein Penalty wurde nicht gepfiffen für Thun. Dann gibst du halt 4 Penalties in einem Spiel. Ist doch egal. Und Klotz, keine Chance gegen Blunier. Aber Blunier kann den Ball auch nicht im Spiel halten. Die Zeit läuft Thun davon. Ja. Ich schaue auf die Zuschauerbank. Was hätte Thun mit diesen Spielerinnen ausrichten können, die aus der Region sind? Mit einer Jael Joost, mit einer Leana Zaug, mit einer Stefanie Waber. Die Chance und... Ja, das war wahrscheinlich auch ein Foul für Freistoß. Naja, Eckball gibt's. Nathalie Schenk. Nathalie Schenk. Wie gesagt, Beach Soccer Schweizer Cup Siegerin und Meisterin und Vizemeisterin im Futsal. Und der Ball kommt gut. Van Wesenbeck unsicher. Aber irgendwie mit vereinten Kräften kann Luzern abwehren. Völmli. Völmli gegen Blunier. Kommt vorbei. Völmli bringt den Ball für Pando. Pando im Strafraum. Pando scheitert an Schwendimann. Nina Schwendimann macht das souverän. Irina Pando holt wenigstens noch den Eckball.
macht Luzern 15 Minuten vor Schluss alles klar mit dem 4:0. Oder kommt Thun nochmal ins Spiel? Ja, der Penalty, der wäre es gewesen. Eieiei. Hätte man pfeifen sollen. So die Chance für Irina Pandor am Eckball. Nein, nicht Pandor, sondern Jackson. Und an den ersten Pfosten, aber da wehrt Thun gut ab. Und Jude wird lanciert. Lanciert wird gefoult. Schiedsrichterin will es nicht gesehen haben. Jude drückt nach. Nicht Jude, sondern Bachelet. Und dann Jude mit dem Foul. Ja, Jude kommt von den Young Boys. Ist eine wuchtige, eine engagierte Spielerin. Aber heute macht sie etwas viel Fouls. Muss man so sagen. Selina Jude gab keinen Grund, da einen Foul zu machen. Hat sie trotzdem gemacht. Naja. Luzern hat die Chance, mit einem weiten Ball in den Strafraum zu kommen. Der kommt jetzt und gut abgewehrt von Blunier. Nein, nicht Blunier, von jemandem von Zieswiler. Aber noch nicht gebannt, die Gefahr. Jetzt mit Gamma. Gamma lanciert Michel. Michel bleibt hängen an von Kennel. Und das ist Van Wezenbeek. Wezenbeek zu Hering und Graf. Ganz ruhig. Rahel Graf, Knieprobleme. In ihrem zarten Alter von 30 Jahren nicht immer gut. Im Frauenfußball könnte auch schon das Ende der Karriere bedeuten. Hoffen wir für Rahel Graf, dass das nicht so ist. Und das ist der lange Ball für von Kennel, aber die kann den nicht kontrollieren. Gamma muss warten, bis Anspielstationen kommen. Gibt ab an Schwendimann. Und Schwendimann zu Burkhardt, Burkhardt. Und Völmli, sauer auf uns, schießt uns ab hier, unser Gestell. Während Luzern nochmal wechselt. Sabina Jackson ist weg. Spielt die letzten 15 Minuten nicht mehr. Wenn sie sauer sein sollte, kann sich Glenn Meyer ja entschuldigen. Sorry, Miss Jackson. And he is for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. Julia Hölci ist auch ausgewechselt worden. Neu im Spiel. Ja, wer? Nicole Remund und... Wer ist die Letzte? Ist es Anja Furger? Ist es Laura Hadorn? Es ist Furger. Oder die 27. Ja, sagen wir mal, es ist Furger, die spielt. Furger und Remund rein, Hölci raus und Jackson raus. Und das ist Burkhardt mit dem langen Ball, aber der kommt nicht richtig gut. Die Idee war, dass man Bachelet lanciert. So kommt Luzern wieder zum Ballbesitz. Und das ist Völmli, aber die steht ihm abseits. Völmli sucht noch das Tor. War heute noch nicht erfolgreich. Bierens zweimal vom Punkt aus. Und Pando sind die Torschützinnen. Bisher auf dem Scoresheet. Svenja Völmli allgemein diese Saison 6 Tore in der Women's Super League, im Cup glaube ich nur 1, wenn überhaupt. Natürlich nicht das, was die angehende Fußballprofispielerin bei SC Freiburg sich wünscht. Hoffen wir, in Deutschland kann sie ihren Torumsatz erhöhen. Sie wechselt zu Freiburg, wo auch schon 3 andere Schweizerinnen sind, nämlich
Elvira Herzog, die kaum zum Einsatz kommt. Nomi Megro, die kaum zum Einsatz kommt. Das heißt, beide könnten Freiburg im Sommer verlassen. Und dann Tiara Buser, die ab und zu mal zum Einsatz kommt. Nicht so viel, wie sie gern würde. Oh, Gamma macht das gut. Gamma bringt den Ball rein. Ah, Michel verschlägt. Und dann kann Klotz irgendwie klären. Pando und Gamma nimmt hier den Ball weg. Nicole Scherer bekommt etwas Zeit für ihren Einwurf. Hering wird da von Jude böse angegangen. Das muss Selina Jude aus ihrem Spiel rausbekommen. Diese ungestümen Zweikämpfe. Ist nicht nötig, Selina. Und Andrea Michel. Mittlerweile Captain. Und es wird wieder gewechselt. Darf man überhaupt nochmal wechseln? Nicole Scherer geht vom Platz. Und für sie kommt Laura Hadon, denn das ist die letzte, die Luzern noch dabei hat. Es sei denn, sie wechseln Lourdes Romero als Feldspielerin ein. Hadon kommt. Fünf Wechsel für Luzern, fünf Wechsel für Thun. Dem Spiel gut getan haben sie nur teilweise, zumindest die Wechsel von Thun. Die von Luzern. Reiner Kosmetikwechsel. Van Wesenbeck. Lustig wäre, wenn wir jetzt doch noch in die Verlängerung kommen und alles bereuen, dass sie schon gewechselt haben. Aber für das muss Thun in den letzten 10 Minuten noch 3 Tore schießen. Selina Jude schon wieder sehr ungestüm in diesem Zweikampf. Muss sie sich austreiben, die junge Spielerin. Hering zahlt es ihr zurück mit einem bösen Zweikampf. Und das ist Täuscher. Zieswiller muss schnell handeln, denn Pando war schon da. Und hier ist Schwendimann. Longline für Gamma, aber von Kennel geht dazwischen. Ach, Schwendimann bleibt liegen. Ach. Schwendimann und Fölmli trifft nicht. Blunier geht gerade noch dazwischen, während Schwendimann liegen bleibt. Der Ball muss raus. Aber niemand spielt ihn raus. Schwendimann mittlerweile sogar von alleine wieder aufgestanden, aber nicht nett von den Mitspielerinnen, von den Gegnerinnen und auch nicht von den Schiedsrichtern. Jemand hätte das Spiel unterbrechen können. Förmli kann, dadurch, dass eine Thunerin nicht da war, zum Abschluss, hat Täuscher für einmal umkurvt, aber Blunier stand goldrichtig und hat abgewehrt. Graf. Rahel Graf findet Pando. Pando zurück. Gut gemacht von Raymond und jetzt wieder Pando. Pando wechselt den Flügel, wechselt die Flanke. Und das ist Klotz, die lanciert wird von Bienz, aber gut geklärt von Thun. Ja, Thun wurde besser in der zweiten Halbzeit, aber noch nicht zwingend. Luzern bekommt 2 Penalties. Einen verwerten sie, sonst glänzen sie nicht wirklich. 2-3 gute Chancen, Täuscher sieht aber gut aus und einmal hilft Blunier aus. Thun hätte einen Penalty zugesprochen bekommen sollen, der hätte vielleicht noch etwas Würze ins Spiel gebracht. Aber ich bleibe dabei, die erste Halbzeit, die hat Thun gekillt. Zu weit der Abstand zwischen Abwehrreihe und Sturm, zwischen Andrea Michel und Zieswiler und Brasal. Die Viererkette und Michel haben alles richtig gemacht. Gerber nicht aufgetaucht in der ersten Halbzeit. Nicht genug. Burkhardt nicht genug. Schuling nicht genug. Und auch die Entschlossenheit hat bei Thun gefehlt. Und das reicht halt gegen Luzern, das halt doch eine Klasse besser spielt. Aus der Women's Super League kommt dann nicht. Da kann sogar ein Luzern das, sagen wir, auf halb
Gas läuft. Hier gegen Thun souverän aussehen und 3:0 siegen. Ich sage Luzern circa auf der Leistungsebene, was das Tempo und die Genauigkeit angeht, die sie gegen die Young Boys an den Tag gelegt haben. Da haben sie zum Schluss noch 2 Tore bekommen. Aber ich denke nicht, dass Thun da so viel Aufruhr veranstalten kann, dass sie dann wie die Young Boys in der 84. Minute und in der 90. Minute noch 2 Tore schießen. Aber wenn ja, wäre es super spannend. Jut geht da in den Zweikampf. Und das ist von Kennel. Die ist sowieso überragend gewesen heute. Flavia von Kennel. Tolle Stürmerin. Die halbe Verteidigerin. Die halbe Liga war ihr nachgelaufen, als sie aus den USA zurückkam. Nur, komischerweise, ihr Stammverein Zürich wollte sie nicht. Großer Fehler von Ivan Dal Santo und Zürich. Von Kennel da ausgebildet, dann wollte man sie nicht. Sie ging nach Georgia. Von Georgia kam sie dann zu den Grasshoppers. Da aber nur ein kurzes Gastspiel und seither bei Luzern. Und eine Investition in die Zukunft. Doch wie die Zukunft von Luzern aussieht, das weiß nicht wirklich, weiß niemand wirklich. Edvaldo de la Casa kommt, ein Trainer, der noch nicht im Frauenfußball tätig war, zuletzt die U19 der Luzerner Jungs trainiert hat, zuletzt auch in Portugal gelebt hat, also nicht mal vor Ort war, Edvaldo de la Casa. Er übernimmt als Cheftrainer. Oh, Bienz müsste jetzt eigentlich die gelbe Karte bekommen, weil sie unnötigerweise aufs Tor geschossen hat. Die Schiedsrichterin kennt die Regel nicht, schade. Auf jeden Fall, ja, De La Casa kommt, Glenn Meyer geht, Svenja Völmli geht, Irina Pando geht. Wer geht sonst noch? Kann Rahel Graf noch eine Saison anhängen? Viele offene Fragen hier in Luzern, die auch nicht besser geschmückt werden von einem 7. Platz in der Liga. Und Völmli schafft es jetzt. Ja, sie schafft's. Ich weiß nicht, ob sie abseits stand. Aus unserem Winkel schwer zu sagen. Aber Luzern greift souverän an. Fangen den Ball ab, bringen ihn durch die eigenen Reihe in die Tiefe. Und da, ja, wenn man mich fragt, stand Völmli im Abseits, war weiter vorne als der Ball. Egal. 4:0, Svenja Völmli erhält auch noch ihr Tor. Ja, wie gesagt, Meier geht, Völmli geht. 87 Spielminuten, der Abschluss. Pando geht wahrscheinlich. Geschossen das Goal mit der Nummer 17, Völmli, Svenja. Wer bleibt noch, ist die Frage. De La Casa wird Cheftrainer, aber wer wird technischer Leiter? Das weiß man auch noch nicht genau. Dann wird das Ganze nicht gut geschmückt davon, dass man im Moment Siebtplatzierter ist in der Women's Super League. Und deshalb ist dieser Cup sehr wichtig für Luzern, nämlich dass sie sich hier ein gutes Image verschaffen zum Schluss. Ein Cup-Finale oder gar ein Cup-Sieg wäre schön, wäre die Krönung von 4 Jahren Glenn Meyer und einigen Jahren mit Völmli und Pando. Wenn sie das schaffen würden, diesen Cup-Sieg, könnte man eine schlechte Saison 2020-2021, muss man auch so bewerten, dann wieder schön machen und könnte dann vielleicht mit einem Erfolgserlebnis in eine neue Ära starten. Burkhardt mit der Chance 3-3, Burkhardt zu Gamma. Gamma, Gamma! Und das ist Lea van Wezenbeek. Lea van Wezenbeek, gute Torhüterin. Bodenmann macht es gut, schießt. Und van Wezenbeek lässt den Ball fallen, aber sie ist kein Oliver Kahn und verspielt so das Ganze nicht. Und van Wezenbeek, war denn die schon auf der Welt als Oliver Kahn so einen WM-Final verspielte? Ja, auf der Welt war sie aber 1,5-jährig. Ich denke nicht, dass sie das Spiel gesehen hat. Frag mich überhaupt, ob van Wezenbeek weiß, wer Oliver Kahn ist. Der hat ja 2006
aufgehört, Fußball zu spielen. Oliver Kahn. Das ist Gamma. Die sollte wissen, wer Kahn ist. Und die auch. Michel. Genial, der Ball. Michel macht das gut. Und gut. Ach, Andrea, hättest du doch direkt geschossen. Jude wird gestört und bekommt den Ball nicht aufs Tor. Und das ist Remund für Pando. Und Täuscher bleibt hängen. Aber Pando bringt den Ball nicht aufs Tor. Das ist Bodenmann. Ja, meine Freunde, ihr hört es. Etwas Enttäuschung über das Resultat von meiner Seite. Ich hatte auf ein höchst spannendes Duell gehofft. Ein Thun in seinem besten Anzug hätte auch hier ein Wörtchen mehr mitreden können. So, und das, ihr kennt mich, das ist das größte Problem. Hi Diego. Und ihr kennt, das ist das größte Problem hier für mich. Ich mag es nicht, wenn Teams ohne zu glänzen solch klare Erfolge feiern. Denn man muss die Realität des Frauenfußballs halt wirklich betrachten. Und Luzern hätte heute für diese Leistung kein 4:0 oder gar ein 5:0 verdient. Natürlich waren sie das bessere Team, aber das Resultat dann vielleicht etwas zu klar. Thun aber heute nicht auf der Höhe, vor allem in der ersten Halbzeit. Ohne Stefanie Kipf, ohne Yolanda Thomann. Da ist Thun nicht dieselbe Mannschaft. Graf bleibt hängen an Jude, aber das macht nichts. Chance hier für Van Wezenbeek, den Ball noch einmal wegzuschlagen. Ich weiß nicht, wie lange die Schiedsrichterin nachspielen lässt. Länger als 2 Minuten wahrscheinlich nicht. Ja, was wäre gewesen, wenn Stefanie Kipf hier gewesen wäre? Wenn Yolanda Thomann hier gewesen wäre? Was wäre gewesen, wenn der Penalty von Völmli an der Thunerin gepfiffen worden wäre? Hätte Thun dann vielleicht 20 Minuten vor Schluss noch das 1:3 schießen können? Was wäre gewesen, wenn ein oder zwei Penalties gegen Thun nicht gepfiffen worden wären? Wenn Hölzschi nicht so einfach fällt? Wenn Pando nicht zurechtfällt? Wenn die Thunerin da nicht mit dem Hand zum Ball, mit der Hand an den Ball kommt? Wir werden es nie wissen. Wir wissen nur, Luzern ist im Halbfinale. Dort wartet Basel. Dort wartet vielleicht Zürich, vielleicht Servette. Dort wartet vielleicht Appenzell, vielleicht die Grasshoppers. Appenzell gegen die Grasshoppers könnt ihr im Live-Videoticker von den Freunden von Sportjack mitverfolgen. Wir werden dieses Mal einen Cup-Match aussitzen. Nach Appenzell, nachdem man in Thun gewesen ist, doch ein langer Weg, lasse ich mir dieses Mal aus. Das ist die Chance gewesen für Thun, hier etwas Großes zu reißen. Sie haben sie nicht genommen. Und Glück im Unglück, würde ich sagen, für Hugo Koststetzer, denn so kann er sich ganz auf die Liga konzentrieren. Ich erinnere, sehr, sehr streng, da der Fahrplan für die Nationalliga B der Frauen. Thun muss morgen, am Mittwoch schon wieder ran gegen die Zürich U21. Wir werden am Mittwoch live sein in Walperswil. Jude mit dem Anschlusstreffer! Selina Jude! Ja! Doch noch ein Glückserlebnis hier in Thun für das Heimteam, für das Frauenteam Thun Berner Oberland. In der 93. Minute. Selina Jude, guter Kopfball am zweiten Pfosten. Ja, das ist wohl das Schlussresultat. 1:4. Luzern ohne zu glänzen, aber klar, die bessere Mannschaft gewinnt. 1:4. Selina Jude wird belohnt mit seinem Tor. Ja, Thun am Mittwoch schon unterwegs wieder, spielt hier auf der Burger Allee gegen die FCZ U21. Luzern spielt am Samstag erst wieder. Ich weiß gar nicht gegen wen. Wir werden da nicht dabei sein wahrscheinlich. Luzern
Wir sind am Mittwoch dafür live aus Walperswil. Berner Duell, Walperswil gegen Worb. Es geht um den Abstieg. Wer bleibt Letzter? Wer bleibt Zweitletzter? Das zeigen wir euch live aus Walperswil um 20 Uhr. Hier auf Abseits, auf YouTube. Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Hier auf YouTube, aber auch auf Facebook, auf Soundcloud, auf Spotify, auf Twitter und auf Instagram. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Natürlich schade, dass hier mit den lokalen Zuschauern der Stream nicht ganz so belebt war wie auch schon. Aber ich sehe es niemandem nach. Danke euch für eure Aufmerksamkeit. Danke euch für das Zuschauen. Luzern ist im Halbfinale zusammen mit Basel, zusammen mit Zürich oder Servette und mit Appenzell oder die Grasshoppers. Auf Instagram werden wir euch über alle Resultate auf dem Laufenden halten. Natürlich auch mit unserem Podcast nächsten Montag werden wir euch informieren über die Cup-Runde. Ich danke euch für eure Zeit, ich danke euch für eure Treue und wünsche einen ganz, ganz schönen Abend. Tschüss.